This holiday season comes a toy you'll simply die for. Your new best friend is back with his signature stripes and lifelike eyes. This good guy is always ready for some fun. You'll want to keep an eye on him. You never know what trouble he'll get into next. If you lose track of him, don't fret. He'll always find his way back to you. Bring home your friend till the end. 'Cause if you don't... You're dead. You hear me? Dead. Disassembly of parts, body and otherwise, may be required. Good Guys is not responsible for maiming, dismemberment, amputation, laceration, strangulation, bodily harm, or death of any kind. Adult supervision recommended. Ja, Leute, und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Und ja, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum neuen Killer in Dead by Daylight, der seit ungefähr vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Und das ist kein geringerer als Chucky, die Mörderpuppe aus dem Film. Ja. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ich bin, um ehrlich zu sein, ziemlich sprachlos. Naja, sprachlos nicht, aber ja. Das wird jetzt richtig schön spaßig werden. Wir gucken uns auf jeden Fall auch die Fähigkeit auch auf jeden Fall gleich nochmal an. Lesen uns das Ganze durch und so weiter und spielen ein paar Runden. So, als allererstes sehe ich hier schon, es gibt hier neue Skins auch schon rausgekommen. Und einmal Chucky zurück von den Toten. Ja. Sieht dementsprechend sehr anspruchsvoll aus. Und The Good Girl. Wahrscheinlich die Lady. Ich habe die Filme nie geguckt, ich fand es ein bisschen zu creepy. Aber sie waren ja doch sehr erfolgreich. Ja, also gucken wir uns auf jeden Fall uns auch das Kapitel gleich an. Es gibt aber nur Chucky, die Mörderpuppe. Es gibt keinen neuen Survivor und es gibt auch keine neue Karte. Nur Chucky, die Mörderpuppe, ist in Dead by Daylight. Und ja, da heißt The Good Guy. Ich weiß zwar nicht, warum hier so the good guy, aber anscheinend, ja. Ja, ich habe ihn schon ein bisschen gelevelt, damit ich so dementsprechend hier schon ein bisschen vorbereitet bin. Ich habe eigentlich gerade gestern die ganzen Perks reingebracht von ihnen, aber irgendwie waren die anscheinend wieder alle raus. Somit darf ich die Dinger nochmal suchen. So, da haben wir sie auch schon. Also ich habe ihn zwar gelevelt, aber seine Perks sind noch nicht weiter entwickelt worden. Somit gut, fangen wir dann auch erstmal an mit der Beschreibung. Ich denke, die Geschichte brauchen wir gar nicht durchlesen. Ich kenne Chucky sowieso gar nicht. Ich habe die Filme nie geguckt, habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt. Ich ist nicht so meins. Ich meine, ich mag Horrorfilme. Ich habe Halloween, Nightmare on Elm Street geguckt, aber der weitere ist stehen geblieben. Ja, dann gucken wir uns die Fähigkeit einmal ganz kurz an, zumindest die ich ein bisschen verstanden habe. Spezialfähigkeit Versteckmodus. Chucky kann jederzeit in den Versteckmodus wechseln, solange die Abklingzeit vorüber ist. Im Versteckmodus wird Chucky unentdeckbar und erzeugt überall auf der Karte Schritte. Die Überlebenden mit Geräuschen und Fußabdrücken verwirren und die aus mehreren Richtungen kommen. Ja, das ist
echt scheiße, finde ich. Das ist echt Verwirrung. Man weiß gar nicht, von welcher Seite her es kommt. Aber das kann er nur vorübergehend machen. Es steht ja, er hat ja eine Abklingzeit. Spezialfähigkeit Scheibenschneider. Scheibenschneider. Ich hätte es anders genannt, aber okay. Im Versteckmodus erhält Chucky Zugriff auf die aufgeladene Fähigkeit Scheibenschneider, wodurch er auf nichts ahnen Überleben zustürmen und sie dann mit einem Scheibenschneider-Sprungangriff überwältigen kann. Wenn ein Überlebender durch ein Fenster oder über eine Palette springt, kann Chucky bei der Verwendung von Scheibenschneider schnell huschen anhängen. Aha. Noch eine Spezialfähigkeit. Okay. Spezialfähigkeit Huschen. Im Versteckmodus kann sich Chucky mit Huschen durch Fenster oder unter ausgeworfenen Paletten hindurch seiner nichtsahnenden Beute nähern. Alles klar. Okay. Ja, das ist. Ja, das ist der Vorteil, wenn man so klein ist, ne? Man kann quasi durch alle Ecken und Kanten durchschlüpfen. Klingt ziemlich spaßig, finde ich. Das klingt sehr witzig. Die Perks. Ja, ich nehme die jetzt auch mit, damit wir auch einfach mal die kennenlernen. Ein Fluch. Oh, ein Fluch haben wir selten gekriegt. Eigentlich ist nicht mal so oft hier drin. Zum Spielen gehören zwei. Immer wenn du von einem beliebigen Überlebenden zweimal betäubt oder geblendet wurdest und kein Fluchtotem mit Fluch zum Spielen gehören zwei verbunden ist, wird dein glanzloses Totem zu einem Fluchtotem. Aha. Überlebende, die dich betäuben oder blenden, werden für 1,5 Sekunden geblendet. Das betrifft keine getragenen Überlebenden. Ach so. Oh, das klingt ziemlich interessant. Das klingt ziemlich geil, finde ich. Ja, ich glaube, das machen relativ viele Survivor jetzt. Die nutzen einfach die Paletten oder halt die Taschenlampen, um dich zu blenden. Das finde ich dann dennoch kein. Es ist zwar jetzt nur 1,5 Sekunden, ist jetzt nicht ganz so viel. Aber dennoch hätte man vielleicht quasi eine Chance, das rauszuholen. Freunde bis zum Schluss. Wenn du einen Überlebenden festgehakst, von dem du nicht besessen bist, wird das Ziel deiner Besessenheit für 20 Sekunden gefährdet. Oh. Und seine Aura wird für 10 Sekunden enthüllt. Wenn du das Ziel deiner Besessenheit festgehakst, schreit ein zufälliger anderer Überlebender, gibt seine Position preis und wird zum Ziel der Besessenheit. Ja, das ist wiederum richtig geil, finde ich. Das ist richtig gut, finde ich. Und Batterien enthalten. Wenn du dich in einem Umkreis von 12 Meter von einem festgestellten Generator verbindest, erhältst du 5% Eile. Der Bonus für die Be Bewegungsgeschwindigkeit hält noch 5 Sekunden lang an, nachdem du den Generatorbereich verlassen hast. Ach so. Okay. Ach, fertig. Ach so, Entschuldigung. Fertiggestellten Generator. Ich habe es falsch gelesen. Befindest. Okay. Ja. Es ist ein auch geiles Perk. Das finde ich wiederum ziemlich nice, die Animation. Ich würde jetzt auch nur die drei Perks mitnehmen. Add-ons habe ich mir jetzt noch gar nicht lang angeschaut. Ich würde da vielleicht noch gar nichts mitnehmen. Mori können wir uns. Ja. Ja. Ich meine, so krass habe ich ihn jetzt auch nicht leveln können. Ich habe zumindest alles getan, was ging, um ihn dann dementsprechend zu leveln. Ja. Ich bin mal jetzt mal gespannt, wie das Ganze so verhält. Denn wir sind ja ziemlich klein. Ziemlich klein. Ja. Ja, wahrscheinlich brauchen wir jetzt ein bisschen länger, denn es ist Mittag. Das heißt, es sind gerade aktuell viele Killer unterwegs und man braucht eher Survivor. Abends ist das genau andersrum. Da spielen eher Leute Survivor und dann braucht man mehr Killer. Ja.
Zumindest die Animation ist ziemlich geil von ihnen, finde ich. Da ich ja jetzt seit gestern Abend erst wieder da bin, somit hatte ich keine Chance, mich so ein bisschen schon mal beschäftigen. Das heißt, wir steigen dann ziemlich frisch ein. Wir haben zumindest die Fähigkeit schon mal durchgelesen, aber man muss halt so ein bisschen klarkommen, ne? Das ist nicht ganz so einfach. Ich habe hier schon mal ein bisschen leveln können. Aber bisher konnte ich jetzt seine Perks jetzt nicht auf die weiteren führenden Stufe bringen. Dann wäre die vielleicht schon mal ein bisschen stärker, aber wir können es jetzt nicht ändern. Es dauert wahrscheinlich jetzt eine ganze Ewigkeit, bis wir Leute finden. Ja. Genau, Drank City wird gleich hochgeladen. Übrigens, ich bearbeite es gerade, es schneidet gerade. Und dann kommt es rund, dann kommt es von hoch. Dragons wird, glaube ich, erst die nächsten paar Tage kommen, weil da jetzt gerade nicht so viel passiert ist. Ist alles gut, Chucky? Somit, ja. Ist zumindest aber auch gar nicht mal so schlecht, dass ich wieder aufnehmen kann, dass wieder alles wie beim Alten ist, dass es ein bisschen wieder Normalität reinkommt. Ja. Wie gesagt, das dauert jetzt ein bisschen länger. Wir haben es erst Mittag, somit sind eher Killer unterwegs, somit werden eher Survivor gesucht. Deswegen kann das ein bisschen länger dauern, bis wir eine Lobby finden. Aber ich kann es leider jetzt nicht ändern. Aber vielleicht spielen wir auch gleich mal eine Runde. Mal gucken, ob wir gegen Chucky spielen, damit wir aus der Survivor-Perspektive das auch mal sehen und betrachten können. Ja. Das kann noch ein bisschen dauern, glaube ich. Oh, oder auch doch nicht. Wir haben eine Runde gefunden. Ziemlich nice. Ja, das dauert jetzt ziemlich lange und. Ja. Hi, I'm Chucky. And I'm your friend till the end. Heidi ho. Ist schon mal geil animiert, finde ich. Ist richtig geil. Ja, ich kenne, wie gesagt, die Geschichte von Chucky jetzt. Ich weiß nur, dass der Geist von einem verstorbenen Mann, glaube ich, Chucky, die Puppe da irgendwie erwacht hat. Glaube, das ist auch zumindest der Geist. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie der heißt, der Typ. Dann kommt im Film vor. Vielleicht steht das hier sogar. Ah, Charles Leyray, der berühmte Lakeshore-Würdiger. Okay, so heißt er. In Echtnamen. Nur er existiert nicht mehr, nur noch sein Geist in der Puppe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das verhält. Also Mori, ich hoffe, wir können das überhaupt sehen. Da wir überhaupt jetzt keine Ahnung haben, ob wir das hinkriegen werden. Ich habe leider jetzt nur das Mori, ich habe nichts anderes. Ich habe ihn gerade schön leveln können gestern, aber weit bin ich auch nicht gekommen. Ja, ich bin momentan ein bisschen dabei, die Killer zu prestigen wieder und so weiter, damit ich alles vorbereitet habe. Und dann kommen jetzt neue Killer und dann denkt man sich so wieder so, oh nee. Ja, was willst du machen? So. Ich bin zumindest mal gespannt, wie sich das verhält. Ob das jetzt eine gute Karte ist, ich wage es zu bezweifeln, aber wir werden es ja schon bald herausfinden. Das Interessante daran ist, wir sind als der einzige Killer, der in dieser Perspektive ist. Okay, die Fähigkeit ist noch gar nicht an. Wir sind aber auch echt schnell, muss ich sagen, aber wir sind auch ziemlich klein. Okay, in den Versteckmodus wechseln. Aber ich glaube, das bringt sowieso nichts, weil wir. Was? Okay. Junge!
Das ist ziemlich bescheuert. Wie soll man bei dem denn eigentlich blenden können? Das ist ja richtig scheiße. Ich guck nach oben, aber die trifft mich trotzdem. Also, ich schätze mal, das macht man dann, wenn man nicht im Chase gerade ist. Ich glaube, das macht eher mehr Sinn. Ey, das ist doch nicht wahr! Stop being such a chicken. Mann, geh weg! Du nervst! Piss dich! Mit deiner scheiß Taschenlampe, ehrlich! Ich glaube, jeder nicht passiert. Also, das nervt schon ein bisschen mit der Taschenlampe. Was? Hä? Wie? Wie hat das getroffen? Also, das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ich muss erst mal reinkommen überhaupt, um das zu kapieren. Okay. So kickt der Generator. Interessant. So, wie hebe ich jetzt... Der Geist hebt wirklich die Person auf. Und die Chucky-Puppe klebt wirklich daneben. Aha, okay. Das ist interessant. Das war mein Totem, glaube ich. Ja, schön. So, jetzt könnten wir beispielsweise die Fähigkeit nutzen. So, und das heißt, jetzt in den Scheidenschneider gehen. Hä? Das war bestimmt nicht der Scheidenschneider, oder? Das ist doch ein bisschen... Hä? Wir stimmen doch mit höherer Geschwindigkeit nach vorne. Oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt? Ich muss das gleich nochmal probieren. Benutzen sie alle Wildpferd? Was ist das denn hier? Okay, wie funktioniert das jetzt genau? Das möchte ich echt gern wissen. So. Was? Okay. Ich glaube, das ist reine Übungssache, glaube ich. Die Voice Lines sind zumindest ziemlich geil, finde ich. Oh mein Gott, Junge. Der hat aber eine krasse Reichweite mit seinem Messer. Holy shit. Junge, was für eine Reichweite hat er bitte mit dem Messer? Das finde ich ziemlich geil animiert, finde ich, glaube ich. Was? Ach komm schon! Du musst doch getroffen haben! Hä? War die verletzt? Oder? Oder weswegen ist sie jetzt... War sie verletzt? Ich hab's gerade gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das funktioniert hier gerade nicht so optimal mit euch, oder? Ich hab's genau gewusst. Kommt die mit Frontal um die Ecke? Meinst du, ich höre, dass du das in den Schrank reingehst? Weißt du, ich bin blind oder so? Meinst du wirklich, ich bin blind? Where the hell do you think you're going? Ah!
Achso, ich kann ja eigentlich auch über Paletten, also unter Paletten rutschen und schneller aus über Fenstern springen. Muss ich gleich auch mal nochmal ausprobieren. LOL! Ha, wie geil ist das denn? Yo, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das ist enorm gut, finde ich. Ja, also ich glaube, die Runde läuft ein bisschen nicht so optimal für die. Ich hasse sowas, ehrlich. Was ist denn jetzt hier? Ach, wieso dachte ich, hasse das hier. Finde ich geil. Das ist eine geile Fähigkeit, einfach unter die Palette zu rutschen. So, jetzt probieren wir es aber nochmal. Und diesmal finden wir einen Haken. Na also, da ist ja ein Haken. Oh, okay. Die haben jetzt einen Generator geschafft. Ich glaube, die haben sich eher mehr konzentriert, mich zu komplett 5 zu verwirren, als einen Generator zu machen. Toll, das war mir schon fast klar, aber ich hab's nicht gehört, dass sie in den Schrank reingegangen ist. Ich habe es leider nicht gehört, dass sie in den Schrank reingegangen ist. Das ist eine ziemlich geile Fähigkeit, finde ich. Das macht richtig Laune. So kannst du auch dementsprechend aus weiterer Entfernung die Überlebenden... das ist jetzt scheiße, dass hier kein Haken in der Nähe ist. Warum zum Geier ist hier kein Haken? Und nur da ist ein Haken. Ich habe gerade meine scheiß Fähigkeit aktiviert, du Depp. Ich habe gerade meine Fähigkeit aktiviert, du Bastard. Oh, was? Mann, die Reichweite. Hätte doch ein bisschen reichen können, oder nicht? Why are you hiding? I'm the freaking good guy. diese Stimme, ey. Voll geil. Wie der einfach da reinsticht. Yo, okay, das ist geil. Über Fenster schneller springen. Ja. Das ist geil, finde ich. Das ist eine richtig funnige und einfache Fähigkeit. Das finde ich gut. Eine gute Fähigkeit, relativ spaßig, richtig nicht so schwer, relativ einfach zu verstehen. Und ja, finde ich eine relativ geile Fähigkeit. Muss ich dazu mal sagen. Also das haben die gut gemacht, Red Bad Alert.
Wir haben relativ Chucky eine relativ funny, lustige Fähigkeit gegeben. Huch! Läuft die mir ins Gesicht rein. Läuft die mir ins Gesicht rein, ey. Einziger Nachteil einer Karte, hier gibt es nicht so viele Paletten, ey. Das ist echt scheiße. Na komm, hier. So. Mal gucken, ob wir das Story sehen können. Up you go. Was? Ach komm, bitte! Mann, so eine scheiß Schlampe! Entschuldigung, aber das regt mich echt tierisch auf, ey. Mann, meine Fähigkeit war nicht aktiviert. Das ist der Nachteil daran. Jetzt könnte ich unter die Palette huschen einfach. So. Dann mache ich es einfach anders. Bitteschön. Das ist eine ziemlich dreckige Karte. Und das kann ich mal definitiv laut sagen. Jetzt ist nur die Frage. Ja, sie hat Wildpferd, das weiß ich. Ist nur die Frage, habe ich in der Nähe einen Haken? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Ist sie gerade ernsthaft zu früh rausgesprungen? Komm schon! Ja, danke. Oh mein Gott, sie ist sich wirklich zu früh rausgesprungen. Oh mein Gott, sie hätte mich stunnen können mit Frontal. Wie bitter. Die andere muss hier auch noch irgendwo sein. Die gammelt hier doch bestimmt irgendwo rum. Ist es die Frage, wo sie ist? Wir wissen, dass sie Frontal hat. Das ist der Nachteil. Was? Wie trifft sie mich trotzdem? Was hat denn das hier für eine Reichweite? Bitte, also ich bitte euch, das kann aber nicht wahr sein. Das hat aber bestimmt nicht so eine krasse Reichweite frontal. Ich weiß das auch gerade nicht. Also die andere kann ich töten, das weiß ich. You're mine. About time. Come on, let's play. Es ist einfach genial. Einfach genial. Diese Animation und... Das ist einfach geil. Ach, wir müssen warten. Scheiße, da war ja was. Sie musste der letzte Überlebende sein. Soll jetzt sterben, verdammt nochmal. Stirb! Soll sterben! Sonst kann ich das Mori nicht zeigen. Und das Mori ist richtig geil. Ja, für das Mori hier sehen können, ich wage ich zu bezweifeln. Ich trage sie mal hier hin. So. Und Mori. Junge, was? Was denn? Junge. Junge. Was hat er alles denn mit? Digga, er hat ein Lineal, ein Schwester und eine Axt mit. Der tritt einfach gegen.
Oh, geil. Chucky, ey. Oh, geil. Also ich kann euch mal eins sagen, Chucky macht enorm viel Spaß. Das ist so genial. Vor allem, wir haben nur seine drei Perks gespielt und dann auf Stufe 1. Wir haben nichts anderes gespielt. Holy shit. Oh, geil. Also Leute, ich gebe euch einen positiven Feedback. Selbst wenn das nicht so meins ist, ist der Trend dennoch relativ spaßig und richtig einfach zu spielen. Also es ist nicht so ein komplexer Killer, den man gefühlt erst 20.000 Mal spielen muss, bis man es kapiert hat. Also es ist relativ einfach zu verstehen, was ich gut daran finde. Und der macht doch Spaß. Das ist halt der Punkt. So, ich würde jetzt mal einfach mal hoffen, wir können als eine Runde gegen ihn spielen, einfach mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Wir wissen ja jetzt, dass er... Ach, guck mal, wie der da steht. Das ist total süß. um einfach mal das aus der Survivor-Perspektive jetzt zu sehen. Und auch nochmal damit klarzukommen, was könnte man am besten gegen Chucky machen. Ne, solche Sachen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt eine Runde gegen Chucky bekommen. Ich kann es euch jetzt nicht hundertprozentig jetzt sagen, dass wir jetzt eine kriegen. Aber ich hoffe mal schon. Ich hoffe mal schon. Damit wir das auch schon mal abgehakt haben. Weil es kommt da jetzt nicht mehr so viel an der Daylight. Es kommt jetzt nur noch ein Video dazu, wie man am besten die Singularität spielen sollte. Wie man am, vielleicht nochmal hier Zenobit, obwohl dem müsste ich nochmal ein bisschen intensiv üben. Vielleicht kann ich das heute mal machen. Heute Abend. Ich habe ja genügend Zeit, ein bisschen Killer üben. Und welche Perks man am besten spielen kann. Problem ist, dann müsste ich mich wahrscheinlich selber erstmal wieder schlau machen, welche Perks man am besten spielen kann bei ihm, weil... Ich kann es jetzt so nicht direkt sagen. Aber das wird auf jeden Fall die nächste Woche auf jeden Fall noch kommen. Denke ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir gegen Chucky die Mörderpuppe jetzt gegen spielen, weil das wird ziemlich geil. Da könnten wir zumindest das auch schon mal abhaken. Ist nur jetzt die Frage, ob wir eventuell Glück haben. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Das wird nice. Das wird nice. Auch noch gegen Chucky spielen. Ja, nice. Das wird jetzt richtig geil werden. Das wird jetzt richtig nice werden. Oh Mann, das wird jetzt interessant. Also kein Terrorradius, wenn er in seiner Fähigkeit ist. Und man hört dann so... Schrittgeräusche über die Karte laufen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt als Survival-Perspektive sich anfühlt.
Weil es ist mein Totem. Einzige Problem, was wahrscheinlich in der Survivor-Perspektive ist, wahrscheinlich den Killer zu blenden. Also wenn er schon so klein ist, wenn er schon kleiner als ein Survivor ist, dann dann wird es echt überfraglich, wie man den könnte blenden können. Oh mein Gott, man hört diese, man sieht diese Schritte. Bei Gott ist das Verwirrung. Der Nachteil ist ja daran, dass er sehr klein ist. Okay, er hat die verloren. Die machen Generator jetzt doch nicht. Oh. Einfach geil. Oh, meine Glyphe. Die hole ich gleich ab. Oh. Warum schleicht die so rum? Alter, ist das total Verwirrung, ey. Halleluja. Aber man kann sich ja daran orientieren, ob jemand chased wird oder nicht. Oh Mann, ey. Bin ich gut, dass ich dieses Perk dabei habe. Das ist enorm gut, finde ich. Ah, noch genug Zeit.
Dreht er nicht den Generator? Nö? Ja, eigentlich gehört, dass der Generator fast fertig an ist. Den hätte ich eigentlich treten sollen. An seiner Stelle. Ach Gott, jetzt hat er seinen Fluchtotem. Oh, sehr schön. Ist das so geil, Alter. Oh! Hilfe! Da fehlte nicht mehr viel! Oh, lol. Oh, was? Gott, wie geil! Oh, was zum Teufel? Oh, Junge, bricht dir nicht alles ab? Okay, geil, sein Perk. Das habe ich bis jetzt noch nie wirklich merken können, weil meins war super schnell weg. Nice, einfach geil. Der macht richtig Spaß. Was gewolltet, okay, Junge? Mein Gott, man kann das sogar voraussagen, wann er da kommt. Holy shit. Oh mein Gott, ey. Ja, das ist der Nachteil. Man kann ihn auch dementsprechend sehr, also wenn man jetzt dementsprechend schon sehr gute Ahnung hat, da kann man dementsprechend einigermaßen gut ablenken. Wieso wollte die so langsam, ey? Das ist leider auch ein bisschen der Nachteil. Scheiße, ich hab gedacht, der kommt von der anderen Seite. Achso, die gehen einfach raus. Cool. Ja, gut. Ich verstehe, dass du auf mich sauer bist. Oh, ich muss auch dringend Dings machen, sonst liege ich gleich. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Jo, Junge,
Du hast mich dann auch getroffen! Hilfe! Oh Mann! Aber doch einigermaßen ganz gute Runde, fand ich. War ein bisschen interessant. Ach guck mal, da haben wir ja schon mal aus zwei Perspektiven das schon mal gesehen. Und man hat auch nur seine Perks. Ja. Man hört's bestimmt, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Es war so kalt da, wo ich war. Und da lag alles voller Schnee, wirklich komplett voll. Wir kamen fast gar nicht mal hoch. Wir mussten ganz oben auf den Berg. Ja. Aber mein Fazit zu Chucky. Er macht richtig viel Spaß. Er ist doch relativ sehr stark, finde ich. Gegenüber Paletten und über Fenster. Aber wenn die Survivor dennoch relativ kooperiert spielen, können ihn doch einigermaßen ganz gut aufhalten. Warum ich so ein bisschen tricky gespielt habe, oder wie kann man es nennen? Ich habe halt immer geguckt, was macht Chucky? Ne, was macht er gerade? Dementsprechend konnte ich mich schneller anpassen und das war halt der Nachteil daran. Ich glaube, der hat ganz schön lange gebraucht, bis er mich gekriegt hat. Ich habe öfter mal angefaked. Ich gedacht habe, war mir unsicher, ob der wirklich darauf reagieren würde. Aber teilweise beim ersten Mal habe ich doch gedacht, oh, der hat dann doch drauf reingefallen auf den Fake, den ich da gemacht habe, in der Sache so angefaked, wie als würde ich über das Fenster springen und hat dementsprechend gegen das Fenster geschlagen. Das ist immer situationsabhängig davon, wie sehr erfahren der Spieler jetzt ist. Er war trotzdem auch sehr erfahren, möchte ich jetzt auch sagen. Also ich will jetzt hier nicht schlecht darunter reden, das ist natürlich, will ich natürlich gar nicht machen. Aber ja, ich habe halt ziemlich genau beobachtet, was er genau macht und auf bei der ersten Runde habe ich schon gemerkt, dass die Leute genau schon dementsprechend reagieren können, wenn er seine Spezialfähigkeit anhat. Und das habe ich dementsprechend auch schon bei mir ein bisschen angepasst, weil die ist ja auch relativ sehr, sehr, sehr stark, finde ich. Die ist ja so ein bisschen ähnlich wie der Demogorgon, nur dass der Demogorgon wahrscheinlich... Man muss, glaube ich, Glück haben, um mir eventuell die Palette zu schmeißen. Ich glaube, bei Chucky ist es ein bisschen einfacher. Ich meine, der hat auch enormen Sprungeingriff sozusagen, aber dennoch. Ich glaube, man kann das relativ genau abschätzen bei Chucky. Ich glaube, beim Demogorgon jetzt nicht so. Bei mir ist es relativ. Wenn ich relativ häufig Killer spiele, und das tue ich ja auch bei Demogorgon, versuchen die wirklich die Palette so zu schmeißen, dass sie mich dann stunnen können, aber meistens ist das teilweise schon zu spät. Somit habe ich die dann dementsprechend schon gehittet oder liegen schon fast auf dem Boden. Aber dennoch ist Chucky relativ spaßig, auch relativ sehr einfach zu spielen. Ist ja nicht so komplex wie andere Killer wie der Ritter oder so. Oder, weiß ich nicht, die Schädelhändlerin, ne? Die sind so ein bisschen komplex aufgebaut. Da braucht man schon mehrere Runden, um die vielleicht zu kapieren. Was ich relativ sehr geil finde, was ich gut finde auch. Somit können dann auch die Leute dementsprechend auch ganz einfach schneller und flexibel den Killer verstehen und dementsprechend haben sie auch mehr Spaß. Es ist genauso wie bei der Singularität, der ist ja auch relativ relativ einfach, komplex, aber dennoch sehr stark.
Das Alien, ja, auch ein bisschen einfach dennoch, ne? Ist ja nicht so komplex. Also ich finde es ein ganz geiler, ganz guter Killer, hat relativ gute Perks. Auch das mit dem Fluchtotem finde ich sehr interessant. Nur der Nachteil ist, die Survivor können dementsprechend schnell das Totem kaputt machen, was der Nachteil ist. Aber dennoch ist dieses Perk generell relativ stark. Dieses Freunde bis zum Schluss finde ich auch richtig stark, finde ich. Das ist relativ sehr stark. Somit kann man dementsprechend verschiedene Survivor seine Obsession machen. Das finde ich ab. Hat mir jetzt nicht so, ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Kann aber auch sein, dass ich nicht in dem Moment in der Reichweite des Generators war. Das müsste man vielleicht nochmal probieren, damit man vielleicht so eine Ahnung hat, könnte dieses Perk eventuell nützlich sein oder ab und zu mal. Das hat man jetzt in der zweiten Runde gemerkt, als gegen Chucky. Das war echt scheiße. Es ist zwar nicht lang, aber dennoch hält es den Survivor dementsprechend schon auf. Also das ist schon geiles Fluchtotem. Der Nachteil ist nur leider, die Survivor können schnell kaputt machen und ich glaube, das tun relativ sehr viele. Ich glaube, relativ sehr viele, weil wenn die, soweit sie sowas sehen, machen sie es direkt kaputt, ganz egal welches ist, ob jetzt, wenn es aufgezerrte Hoffnung oder Knowledge oder was da Geier was oder wie auch immer. Wir machen es trotzdem kaputt. Ne? Aber dennoch ist dieses Perk relativ stark. Nur man muss halt gucken, dass man das Totem dennoch gut bewacht, dass man halt längere Zeitraum dieses Perk nutzen kann, weil das relativ auch sehr stark gegen Survivor ist. Ja. ich werde mich noch intensiv später nochmal mit Chucky beschäftigen. Such mir schon mal ein paar Perks-Build vielleicht für den raus, welche man am besten bei ihm spielen kann. Weil der relativ schon einen starken Radius hat des Angriffs, würde ich vielleicht schon eher an was anderes denken. Er ist zum einen auch relativ schnell, also relativ schneller Killer finde ich jetzt, aber dadurch ist er auch ziemlich klein. Er ist ja echt der kleinste Killer, den wir jetzt hier im Spiel haben. Da gucke ich vielleicht nochmal, dass ich vielleicht so ein Perk-Bild zusammenstelle, was relativ sehr gut bei ihm ist. Und das kann man auch nochmal ausprobieren. Ist ja genau wie beim Xenomorph. Da habe ich ja auch schon dementsprechend Perk-Bild. Was relativ sehr, sehr stark ist mittlerweile. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Stürmische Brutalität, Popgröße wie so ein Stromsturz. Zack, alles weg. Und alles rasiert. Generatoren und auch Survivor. Also das ist enorm schon stark bei ihm. Dann gucke ich mich da nochmal um, welche Perk am besten bei ihm ist. Und ihr könnt das gerne auch in die Kommentare schreiben. Das wird super. Schade, dass es jetzt keine neue Karte gibt, aber ganz im Ernst, welche Karte könnte man dann nehmen? Da muss man wieder in diese Filme reingreifen, um eventuell eine Karte zu finden, die eventuell gut passen würde. Und auch zu Dead by Daylight ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber ich sag genauso wie bei Ghostface. Ghostface kam ja allein rein, ohne Survivor oder Karte. Also ist ja mal was anderes. Muss ja nicht immer als Pack zusammengehören mit Survivor und Karte und Killer. Ne, da kann auch mal Einzelpaket sein. Gut. Ich glaube, das war's auch schon. Ich glaube nicht, dass wir noch eine Runde schaffen könnten. Ne, die Zeit wird leider nicht dafür reichen. Mein Fazit nochmal darüber, es macht sehr spaßig, sehr geil, sehr geile Animation von Chucky und richtig cool, richtig geil die Stimme auch dementsprechend, also die Voice Lines sind richtig gut gelungen, finde ich, also generell finde ich Chucky sehr gut gelungen in Dead by Daylight, hat sich sehr, ich denke, das auch weiterhin sehr gut sehr gut hier reinpasst und auch alles weiterhin. Ja, er macht spaßig, ist relativ einfach zu spielen, ist nicht so komplex hier wie die anderen Killer. Und ich glaube, im weiteren Zeitraffer wird er schon relativ sehr spaßig machen. Und er hat auch jetzt generell sehr spaßig gemacht. Und auch gegen ihn zu spielen macht doch ein bisschen mehr Spaß anstelle, was der Geier ist, ne? Also das haben die relativ recht gut gemacht, haben die gut, ist gut gelaufen, denke ich, und ich glaube, dass auch relativ sehr gut rein auch rüberkommt in die Community. Ich glaube das auch. Also ich habe da nur positive
Feedbacks, ich habe da nichts Negatives, also ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe erst gedacht, oh Gott, Chucky, die Mörderpuppe, habe ich gedacht, Gott, in Himmels willen, die Filme habe ich nie geguckt, das war nie so meins. Aber hinterher denkt man sich doch, macht relativ sehr spaßig und das ist auch gar nicht mal so schwierig, also es ist relativ sehr einfach, komplex. Und ich habe mich da relativ sehr schnell reingefuchst, in der ersten Runde schon. Ich habe Chucky noch nicht mal einmal gespielt, ich habe Chucky nur gestern gekauft. Bisschen gelevelt und alle anderen Killer und das war's doch schon. Ich habe heute jetzt die erste Runde gespielt, also ich bin relativ zufrieden. Die erste Runde von was sag ja was, keine Ahnung, war schon ein bisschen komplexer. Also ich finde, das haben die gut gemacht, ist auch relativ gut gelungen und es kommt auch relativ gut an, denke ich. Und ich denke, Chucky wird weiterhin sehr häufig hier auftauchen. Weil ich glaube, die meisten Leute finden ihn relativ geil. Das ist auch zumindest auch geil, dass relativ alte Outfits hier wieder reinkommen und dass die auch neue Outfits schon von Chucky reingebracht haben, finde ich auch sehr nice. Und so weiter. Also ich finde das relativ geil, ist gut gelungen und ich bin sehr zufrieden. Ja. Genau, dann könnt ihr eure Feedbacks gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt ihr Kommentare über, schreibt mir, wie ihr findet das, wie ihr das findet. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video, denke ich, erst die nächste Woche erst. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall Drank City kommt auf jeden Fall noch. Da ist ein spezieller Drache noch da. Vielleicht bin ich auch schon so weit, sodass ich bei Chucky nochmal spielen kann, damit ich vielleicht schon mal so Perk-Bild raussuche. Da muss ich auch nochmal gucken. Ich muss ihn auf jeden Fall öfter nochmal spielen, damit ich schon mal ein bisschen reingefuchst bin. Und vielleicht kommt auch schon das Video zur Singularität. Einfach nochmal genaue Erklärung der der Fähigkeit. Weil ich glaube, die einige oder andere haben es zwar kapiert, aber diese Spezialfähigkeit kann man auch anders nutzen. Und da möchte ich auch nochmal die Gelegenheit euch anbieten, um das euch nochmal genauer zu erklären, damit Leute auch, ne? Da ich habe es auch relativ erst spät erst erfahren. Ich habe relativ häufig die Singularität gespielt, habe aber in dem Zeitraffer noch nicht genau die Fähigkeit nutzen können oder beziehungsweise kapiert, bis ich dann öfter gegen ihn gespielt habe und gemerkt habe, wie hat denn der das jetzt gemacht? Wie hat er sich teleportiert? Er hat mich zwar markiert, aber ist nicht in seine Kamera reingegangen. Solche Sachen einfach, dass ich so Kleinigkeiten aufdecke, damit Leute innerhalb, damit die mehr verstehen. Da wird auch noch mal ein Video dazu kommen. Ich muss aber erstmal noch ein genaueres Bild für ihn aussuchen, weil der wird relativ sehr wenig gespielt, glaube ich, weil wenn man gut kooperiert spielt, hat der Killer keine Fähigkeit, keine Perks quasi mehr und dann ist er nutzlos. Das ist schon echt schade, aber dennoch, ja, ich möchte auch schon mal die Ge Gelegenheit oder die, je nachdem. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Also, bis dahin sage ich Tschüss, mach's gut.